Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir über Diablo 4. Und heute besuchen wir nochmal Diablo 4.cc. Wir hatten das ja kürzlich erstmal besucht wegen den einzigartigen Items, die hier als Data Leak quasi präsentiert wurden. Aber es gibt noch deutlich mehr auf dieser Seite zu entdecken und ich gebe vorab schon mal die Warnung, dass es sich hier um Spoiler handeln wird. Also es wird in diesem Video Spoiler geben. Ich werde aber aufpassen, dass ich nicht allzu viel bringe, denn hier kann man wirklich schon was rausfinden, besonders wegen der Story, und ich versuche das im Detail auf jeden Fall nicht zu bringen heute. Wir starten mit dem ersten, was wir hier neu sehen können, nämlich ganz verschiedene Arten von Pferderüstung, die ihr bekommen könnt im Spiel. Auf welche Art und Weise ihr die bekommen könnt, ist jetzt hier, glaube ich, nicht direkt aufgeschlüsselt. Aber ihr seht hier schon mal schön als Beispiel, was da alles möglich sein wird. Das hier, das Blaue, das konnten wir bereits in einem kurzen Trailer sehen auf Twitter hier. Ja, da ist, glaube ich, die Zauberin drauf geritten. Aber wir haben hier noch deutlich mehr Verzierungen. Ihr seht auch, da ist von wenig bis viel alles Mögliche dabei. Auch so Hörner. Ihr habt auch gerade eben oben gesehen, dass es hier auch welche mit Geweih gibt. Ja, da ist auch der Druide drauf geritten im Trailer. Auf jeden Fall geht das hier von wenig bis immer deutlich mehr, aber auch mal was Dezentes dabei. Nicht ganz übertrieben. Alles passt eigentlich schön ins Diablo-Universum rein. Ist jetzt plötzlich nicht so, dass jetzt irgendwelche schwebenden Teddybären sich um dieses Pferd herumdrehen oder sowas. Alles noch im Rahmen. Hier natürlich ein krasses, ja, Geweih oder welche Hörner hat das Pferd sogar. Also das sieht hier schon pompöser aus, wenn ich es mal so ausdrücken möchte. Und das hier natürlich auch so mit so ein bisschen bläulichen, was weiß ich, was es ist. Sieht cool aus. Also haben wir eine schöne Vorschau, was könnt ihr alles aus euren Reittieren machen. Sieht cool aus, gefällt mir. Als nächstes gehen wir die Cosmetic Back an. Das sind also die Rückenschmuck sozusagen, und der ist hauptsächlich dafür reserviert, dass ihr eben aus dem Shop ein Cosmetic bekommen könnt. Und hier seht ihr, es gibt mehrere schon. Das ist für Druide, seht ihr hier, ist für Totenbeschwörer, für Jäger, für Zauberin. Und es sind nicht überall Bilder dabei, aber hier haben wir schon mal was. Und das deutet für mich sehr stark auf Zauberin, Zauberer hin. Diese Rückenschmuck-Dinger, sagen wir mal so. Und vielleicht was hier für Totenbeschwörer. Ich glaube, vielleicht hier was für Druide. Und es wird auch, um mal davon kurz wegzugehen, für den Barbar wird es so ein goldenes Schild mit einem Löwenkopf geben. Für den Druiden wird es noch so einen Anker geben, der sehr stark an dieses Gosglen, an dieses Gebiet erinnert. Leider kann ich mich sonst nicht mehr daran erinnern, was es sonst noch für Rückenschmuck gab im kosmetischen Shop. Aber auf jeden Fall für jede einzelne Klasse nochmal was Besonderes. Also hier eine kleine Vorschau, ja? Als nächstes sehen wir hier, was noch im Shop auf uns warten wird. Und das hier wird jetzt ein bisschen trockener, weil wir kein Bild dabei haben. Ich versuche es aber relativ kurz abzuhaken. Ihr könnt ja die Seite selber nochmal besuchen. Ich packe euch das unten in die Videobeschreibung. Wir sehen hier auf jeden Fall, dass es wohl Sachen gibt in diesem Shop, wo mit Twitch markiert sind. Bedeutet, es weist sehr stark darauf hin, dass wir Twitch-Belohnungen bekommen werden zu Release für Streaming, dass, wenn ihr zuguckt, eben sowas freischalten könnt. Ja, ihr müsst die Accounts verknüpfen, und wenn ihr dann bei einem Streamer zuschaut, der das anbietet, dann könnt ihr nach, was weiß ich, einer halben Stunde zugucken, zum Beispiel, was weiß ich, dieses Item hier aus dem Shop bekommen. Also hier Twitch immer mal wieder sichtbar als Markierung. Dann sehen wir hier auch noch irgendwie nochmal Pferd, also verschiedene Arten von Pferden. Ja. Und dann sehen wir hier weiterhin einen Mantel, einen Siegelkoffer. Dann sehen wir hier ein Palladium. Also da sehen wir, wie das aufgestuft ist. Es beginnt bei 500 Palladium, das ist die Währung für den Ingame-Shop. Geht dann hoch zur nächsten 1100, dann bekommt ihr zusätzlich noch quasi 100 Palladium drauf, wenn ihr so viel kauft. Also das übliche System bei einem Ingame-Shop, dass ihr, wenn ihr mehr Palladium auf einmal kauft, bekommt ihr mehr als Bonus on top.
bin gespannt, ob 500 Palladium 5 Euro sein werden. Könnte es sich anbieten? Naja, dann sehen wir mal, dann geht's hier. Ja, das wäre natürlich knackig, was das hier angeht. Aber wir werden sehen, was uns dort noch erwartet. Das mal nur kurz zum Shop. Ja, steigern wir uns da nicht weiter rein. Hier haben wir aus der Ansicht für die Season 1. Ob das jetzt so konkret stimmt, kann ich euch nicht sagen. Ich denke, das bezieht sich auf die Season Reise. Das sind, ja, kommt eigentlich sehr nah dem einen Screenshot, den wir mal hatten zur Season Reise, dass man einfach zum Beispiel 30 Elite-Feinde besiegen muss, 7 lokale Ereignisse abschließen muss, um in der Season Reise vorwärts zu kommen. Es gibt verschiedene Etappen. Ihr müsst zum Beispiel 4 von diesen Sachen abgeschlossen haben, um die nächste Etappe starten zu können. Und erobert einen Stützpunkt, ja, schließt 2 Dungeon-Ereignisse ab. Das sind eigentlich solche Ziele wie bei der Season-Reise. Also könnte das vielleicht die ersten 2 Etappen von der Season-Reise sein. Was für mich noch interessant ist, ist die Dämonenbeschwörung. Da gibt es verschiedene Wertigkeiten, also eine normale Dämonenbeschwörung, selten, legendär, einzigartig. Und da gibt es dann auch noch Belohnungen für zum Beispiel mehr maximale Lebenspunkte plus 20 zu allen Charakterwerten. Also durchaus Sachen, wo man sagt, boah krass, okay, das möchte ich machen. Allerdings ist für mich persönlich jetzt gerade Dämonenbeschwörung ein Fragezeichen. Kann das vielleicht sein, dass das ein Teil vom Endgame-Content ist, den sie noch nicht angekündigt haben? Denn es war ja schon im Gespräch, es gibt eine Endgame-Aktivität, die noch nicht offiziell kommuniziert wurde. Das könnte es also sein. Vielleicht dann auch jetzt am 10. Mai, je nachdem wann dieses Video erscheint, ist es am 10. Mai angekündigt worden oder es wird dann noch angekündigt kurz davor. Ich bin gespannt einfach, was es ist. Ich kann mir gerade keinen Reim drauf machen. Wir gehen weiter. Und zwar zur Übersicht hier von dieser Website. Und da möchte ich euch nur ganz kurz oberflächlich etwas teasern. Wir wissen, dass es eigentlich 5 Zonen gibt zu Release von Diablo 4, nämlich die zersplitterten Gipfel, die Trockensteppe, Havisar, Kechistan und Skosglen. Aber wie ihr seht, brennende Höllen. Das heißt, wir wussten ja schon andeutungsweise, dass es wahrscheinlich wieder in die Hölle gehen könnte und es geht auch in die Hölle. Wer sich mega spoilern lassen möchte, klickt hier drauf, dann seht ihr die einzelnen Steps von den Missionen quasi, die ihr dort absolvieren werdet. Ich würde euch aber, naja, kann ja jeder entscheiden, wie er möchte. Ich werde es mir nicht weiter durchlesen, ich habe schon zu viel gesehen, als ich reingeklickt habe. Deswegen gehen wir weiter zum nächsten und hier haben wir und letzten auch, hier haben wir Trophäen und die Trophäen, wie ihr wisst jetzt bei der Beta, beim Server Slam können wir diese Trophäe von Ashava bekommen, dieses Horn oder Stachel oder was auch immer es ist und uns ans Pferd hängen und hier geht es ums Gleiche, also hier habt ihr eine schöne Vorschau, was ihr euch alles ans Pferd hängen könnt. Dieses Item haben wir glaube ich sogar schon mal gesehen, dass das an einem Pferd hing. Deswegen nochmal eine Bestätigung dafür, dass es sich hier wirklich um solche Gegenstände dreht. So Koffer, was weiß ich, so Banner sogar. Finde ich cool, so ein Banner. Oben auf dem Pferdchen drauf, wie so ein kleines Boxauto. Dann hier solche Sachen, dann seht ihr das einfach mal ganz kurz im Durchlauf. Ja, was da, was ihr euch dann neben den Sattel hängen könnt. Unterschiedliche Sachen dabei. Für jede, oh, das ist schön, ein Skelett, der schon von 2 Pfeilen, ein Skelett, was schon von 2 Pfeilen durchdrungen ist. Eine Satteltasche, ne? Also, spricht alles dafür, dass es fürs Pferdchen ist. Große Box auch noch, ein Buch. Und hier haben wir noch, ja, unterschiedliche Sachen. Einfach, brauchen wir nicht groß viel dazu erzählen. Falls ihr mehr natürlich darüber wissen möchtet, besucht diablo4.cc. Und ja, damit beende ich heute mein Video. Es sind einige Spoiler hier dabei gewesen, denke ich, und einige interessante Einblicke, was wir noch nicht über Diablo 4 wussten, zumindest Stand jetzt, wo ich aufnehme hier. Bis zu einem nächsten Video hoffentlich. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns bei einem anderen Video über Diablo 4 mit Sicherheit bald wieder. Macht's gut, Leute, und auf Wiedersehen.